Ich begrüße ganz herzlich die noch verbliebenen Zuschauer hier im Fritz-Walter-Stadion, die anwesenden Medienvertreter hier im Presseraum und ganz besonders neben mir die beiden Cheftrainer für den VfL Osnabrück, Uwe Koschinat, und unseren Cheftrainer Friedhelm Funkel zu unserer Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Endstand 3:2 vor 42.008 Zuschauern. Und dann starten wir schon rein in die Analyse. Das erste Wort gebührt wie immer den Gästen. Herr Koschin hat Ihre Einschätzung zum Spiel. Ich danke Ihnen. Schönen guten Tag. Ja, natürlich erstmal Gratulation an Friedhelm und sein Team. Es war schon ein, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr emotionaler Spielausgang, ein extrem emotionales Finale. Eine Partie, die, glaube ich, sehr, sehr lange davon geprägt war, dass beide Mannschaften so den ganz klaren Versuch unternommen haben, das Risiko zu minimieren, wenig durchs Zentrum zu spielen. Zumindest war das unser Plan, so das Umschaltspiel gegen diesen festen Block der Lautra zu unterbinden. Das ist mit Ausnahme dieses Durchbruchs von Pukacz in der ersten Halbzeit gut gelungen. Auf der anderen Seite waren natürlich Tormöglichkeiten Mangelware. Und wir waren dann sehr, sehr froh mit dem 0-0, erstmal so diese erste Wucht des ersten FC Kaiserslautern überstanden zu haben. Mit der zweimaligen Führung war ich mir dann schon sicher, dass wir auf der Basis dieser gefestigten Art, in der wir in der letzten Zeit unterwegs sind, dieses Spiel tatsächlich auch mit einem Dreier nach Hause bringen können, zumindest mit einem Punktgewinn. Aber leider Gottes war es am Ende dann so ein Stück weit Kontrollverlust. Das muss man so ehrlich sagen. Wir waren im eigenen Angriff dann eben zu offen, wollten zu viel und stehen am Ende komplett mit leeren Händen da. Das ist sehr, sehr schade für uns, weil ich glaube, dass wir uns heute hätten wieder für ganz, ganz viel Aufwand, für ganz, ganz viel Solidarität, für einen richtig, richtig guten Auftritt belohnen können. Auf der anderen Seite habe ich das gerade zu Rachen Ache persönlich gesagt. Das grenzt eben manchmal so ein bisschen an Wettbewerbsverzerrung, wenn der in der zweiten Liga unterwegs ist, ein unfassbarer Stürmer, der aus dem Nichts dann eben treffen kann. Ich glaube, das war heute ein Stück weit auch der Unterschied. Leider Gottes stehen wir mit leeren Händen da. Auf der anderen Seite raus aus der Emotion, glaube ich, können wir wieder sehr, sehr stolz auf dieses Spiel sein. Es ist eine ganz, ganz klare Entwicklung bei der Mannschaft zu sehen. Und deswegen gilt es jetzt, dieses Negativerlebnis eher in Energie umzuwandeln, stolz zu sein auf diese Leistung und am Freitag dann mit einem Dreier gegen Düsseldorf an der Bremer Brücke zu beantworten. Dankeschön. Vielen Dank, Friedhelm. Dann ist es Zeit für deine Einschätzung. Ja, vielen Dank, Uwe. Ich kann die Worte von Uwe eigentlich nur bestätigen, dass wir in der ersten Halbzeit genau wie der VfL sehr kompakt gestanden haben. Wir haben auch riesen Respekt vor den Leistungen der letzten Wochen vom VfL Osnabrück gehabt, die über Umschaltspiele, über schnelle Spieler das ein oder andere Spiel gewonnen haben, auch Torschancen vorbereitet haben. Und diese Möglichkeit wollten wir dem VfL natürlich nicht geben. Es hat wenig Tormöglichkeiten gegeben in der ersten Halbzeit. Dann haben wir versucht, das Risiko etwas höher zu gestalten. Wir sind ein Stück weit eher angelaufen und gehen dann allerdings durch eine Standardsituation in Rückstand. Wir haben extra vor den Standards gewarnt, weil der VfL viele Tore durch Standardsituationen gemacht hat. Auch das 2:1 war eine Standardsituation. Da haben wir dann nicht aufgepasst. Das ist das Einzige, was ich kritisieren will und kann, dass wir bei den Standards eben nicht so verteidigt haben, wie man das muss und sollte, um Tore zu verhindern. Alles andere hat die Mannschaft vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Auch die drei Auswechslungen haben ihre Früchte getragen. Es kam frischer Wind rein. Und wir haben dann natürlich nach dem Rückstand das Risiko wieder ein Stück weit erhöht, aber immer kontrolliert gespielt. Wir haben immer eine Restverteidigung gehabt. Das war der Unterschied zum letzten Heimspiel, wo wir nach dem 0-1 vogelwild waren und aufgrund dessen auch 0-4 verloren haben. Das hat die Mannschaft heute ganz anders gemacht. Und die Fans haben die Jungs unterstützt bis zur letzten Sekunde. Und da musst du einfach auch das Glück haben, den Ausgleich zu erzielen, zweimal den Ausgleich zu erzielen und dass du am Ende dann noch das 3-2 machst, das ist unglücklich für den VfL, für uns glücklich, überhaupt keine Frage, weil das war in der zweiten Halbzeit wirklich ein richtig, richtig gutes Zweitligaspiel und den Sieg nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Ich glaube, dass er der Mannschaft viel geben wird. Dass sie gespürt hat, dass sie auch mit Rückständen umgehen kann. Das war in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, weniger der Fall. Auch gegen Karlsruhe war das überhaupt nicht der Fall.
Und auf dieser Basis müssen wir weiterarbeiten. Wir wissen, dass es bis zum letzten Spieltag gehen kann, dass wir bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen werden. Es wird auch mal wieder den einen oder anderen Rückschlag geben. Dazu bin ich zu lange im Geschäft, um jetzt zu glauben, dass wir 6 Spiele hintereinander gewinnen. Die Mannschaft wird das natürlich versuchen, überhaupt keine Frage. Aber das wird schwierig. Deswegen brauchen wir viel, viel Ausdauer in den nächsten Wochen, in den nächsten Spielen, um die notwendigen Punkte zu holen, um dann letztendlich Mitte Mai wirklich über den Strich zu stehen. Das ist aber noch sehr, sehr viel Arbeit. Das weiß die Mannschaft, das weiß ich, das weiß mein Trainerteam. Und danach werden wir uns ausrichten. Und wir sind bemüht, natürlich nächste Woche Samstag in Hannover auch wieder ein gutes Spiel zu zeigen, wieder ein ganz anderes Spiel. Eine Mannschaft, die noch aufsteigen will, da sind ganz andere Voraussetzungen, aber dafür werden wir uns natürlich oder darauf werden wir uns sehr gut vorbereiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann starten wir die Fragerunde, sofern es denn Fragen gibt. Einmal hier der Kollege in der zweiten Reihe, gerne Namen und Medium nennen. Ja, Malte Goldsche, Neue Osnabrücker Zeitung. Herr Kuschinat, Sie haben den Kontrollverlust gegen Ende des Spiels angesprochen. Dafür spricht vor allem, dass die Aktion vor dem 2:3, als Babis Makridis ins Dribbling geht, den Ball verliert und dann der Konter rollt. Können Sie die Szene und Ihre Gedanken dazu einmal beschreiben? Ja, die Gedanken, die sind ja sehr, sehr eindeutig. Wir sind in einer Situation, und das soll in keinster Form überheblich klingen, das ist einfach Teil unserer Wahrheit. Wir sind in einer Situation, in der uns eigentlich nur Dreier weiterhelfen. Mit Sicherheit hätten wir heute gerne den Punkt mitgenommen, wenn nichts anderes möglich gewesen wäre. Aber diese Mannschaft signalisiert gerade mit dem Lauf, den wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben, dass sie natürlich um die Situation weiß und vor allen Dingen sich auch bewusst ist, dass wir große Sprünge machen müssen. Und beim FCK hat man ja auch auf der Basis der Einwechslung von Friedhelm gemerkt, dass alles eine Ebene offensiver wurde, dass das Spiel deutlich mehr aufgegangen ist. Und deswegen will ich uns da in keiner Form einen Vorwurf machen. Wir haben versucht, dann die Situation, die Emotionalität zu unseren Gunsten zu nutzen und auf ein drittes Tor zu gehen. Das ist der Mannschaft sehr, sehr hoch anzurechnen. Ich denke, Sie verfolgen den VfL in der gesamten Saison. Sie sehen, dass wir körperlich in der Lage sind, eine Mannschaft am Betzenberg an ihre absoluten Grenzen zu bringen. Und dann spricht das für die Mannschaft, dass wir hier mit einem Unentschieden nicht zufrieden sind. War mit Sicherheit auch ein Stück weit vielleicht Teil der Geschichte und sollte so sein, dass mit Simakala, ein Ex-VfLer, ein Aufstiegsheld, wahrscheinlich das Tor seines Lebens schießt. Das gehört dann zu so einer Geschichte auch dazu. Wir hätten ganz gerne länger diese 2:1-Führung auf unserem Konto gehabt und wollten dann eben wieder auf ein drittes Tor gehen. Ich finde, in unserer Situation ist jetzt total isoliert betrachtet ein Punkt oder kein Punkt gar nicht so der entscheidende Faktor. Klar, in Bezug auf den 1. FC Kaiserslautern wäre es gut gewesen, den Abstand nicht größer werden zu lassen. Aber insgesamt müssen wir schon sehen, dass wir Schritte nach vorne machen. Es kann ja kein logisches Ziel sein, Vorletzter zu werden. Und deswegen nochmal, kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das Spiel war sehr, sehr intensiv. Der FCK hat unheimlich viel Schwung von der Bank gebracht. Und nochmal, am Ende musst du natürlich auch einen Mittelstürmer haben, der das Ding mit Krämpfen in beiden Waden irgendwo am Ende noch versenkt. Und das spricht mit Sicherheit auch für die Qualität eines Spielers, keine Frage. Dann machen wir weiter, wenn noch Fragen offen sind. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich schaue mich noch ein letztes Mal um. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, unseren Gästen aus Osnabrück eine gute Heimreise und dem Rest noch einen schönen Sonntag. Danke.